Sport trifft Kunst inklusive. So lautet das Motto einer Ausstellung in der Landessportschule Bad Blankenburg. Gut 20.000 Menschen haben Gelegenheit, die Werke bis zum Juni 2014 zu besichtigen, denn so viele Menschen werden die Landessportschule in dieser Zeit besuchen. Der operative Leiter Ulf Schnerrer erklärt die Beziehung zur Kunst für seine Schule. Ja, der Sport, der hat bei uns eine jahrzehntelange Tradition schon. Also Auftragskunst von Künstlern wurde hier schon in den 50er, 60er Jahren erstellt und wir bringen jetzt im Grunde genommen noch so ein bisschen eine frische Note rein, indem wir die Ausstellungen regionaler Künstler in wechselnden Abständen mit aktuellen Werken hier im Haus haben. Zu sehen sind jetzt Werke, die Menschen mit Behinderungen gestaltet haben. Initiator der Ausstellung ist der Schwerstbehinderte Florian Günzel. Das ist etwas Besonderes, doch auch wiederum nicht, wie Ulf Schnerrer betont. Naja, Inklusion ist ja das große Schlagwort. Das Besondere soll eigentlich gar nicht sein. Ne? Wir möchten Werke von Künstlern aus allen Bereichen des Lebens. Insofern würde ich gar nicht das Besondere hervorheben wollen, sondern das Besondere ist, dass man sie genauso behandelt wie jeden anderen Künstler auch. Und der sozialpädagogische Leiter der Werkstätten der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein unterstreicht: Inklusion bedeutet für mich, dass wirklich die behinderten Menschen mit dazugehören, mit dabei sind, mit eine Rolle in unserem Leben spielen. Ich denke, wir vergeben uns viel dadurch, dass wir im Grunde die behinderten Menschen an vielen Stellen als Last oder als Aufgabe oder als Auftrag empfinden und noch nicht an der Stelle uns so entwickelt haben, dass wir das als selbstverständlich sehen, dass behinderte Menschen mit dazugehören, mit dabei sind und wir auch von ihnen lernen. Die Ausstellung, die soll uns zeigen, dass behinderte Menschen uns etwas zu sagen haben, uns etwas zu schenken haben und nicht nur immer auf der Seite sind derer, die wir brauchen Hilfe, es muss sich um uns gekümmert werden, sondern dass sie auch dass sie Wesenszüge haben als Menschen, wo wir als Menschen, die wir uns als fertig empfinden, etwas lernen können, etwas empfangen können und uns auch verändern können aufgrund dessen, dass wir uns im Kontext von behinderten Menschen in unserem Leben auch verstehen. Intensive Farben haben die Künstler benutzt. Ungewöhnliche Grafiken lassen den Besucher staunen. Florian Günzel kann selbst nicht sprechen. Deshalb erklärt uns Katrin Zobel, die Gruppenleiterin im Förderbereich der Saalfelder Diakoniewerkstätten, wie Florian Günzel an seinen Bildern arbeitet. Ja, zuerst überlegen wir uns erstmal, nehmen wir ein Thema oder hat der Beschäftigte einen Wunsch, ein Bild zu gestalten. Dann fragen wir natürlich, welche Farben wollen wir nehmen? Was ist dir wichtig heute? Und so wählen wir erstmal das Format mit aus. Ist es ein Querformat, ein Hochformat? Und dann, wie gesagt, die Farben. Ja? Und der Flori weiß eben ganz genau, was er möchte. Er sagt mir dann schon ja oder nein und so ein bisschen laute und ja und nein kann er von sich geben. Stimmt. Ja. Und dann hole ich die Farben und wir breiten die Leinwand auf den Tisch aus. Und ich tue natürlich die Farbe raus, weil der Florian braucht eben Hilfe dabei. Es gibt natürlich Beschäftigte, die machen das alles selbstständig, die können das auch. Und da ist eben nur eine verbale Anleitung notwendig. Und beim Florian müssen wir dann schon Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das heißt, ich gebe die Farbe auf die Leinwand und der Florian arbeitet mit seinen Händen. Mit den Händen kann man sehr schöne Sachen machen. Der Florian hat einen Spasmus in den Händen und wenn wir Farbe auf die Leinwand geben, dann löst sich der Spasmus und der Florian hat ganz, ganz viel Freude dabei, ist entspannt und gestaltet das Bild dementsprechend. Ne? Sivi Geigehilk ist selbst Mutter eines behinderten Sohnes. Zur Ausstellungseröffnung thematisierte sie Inklusion in ihren Liedern. Sport trifft Kunst inklusive. Ein schwerstbehinderter Künstler initiiert eine Ausstellung in der Landessportschule Bad Blankenburg. Lassen Sie sich inspirieren und besuchen Sie die Ausstellung einmal selbst. Das war ein Beitrag von Jörg Sorge.